Herzlich willkommen, Jungs, zu einem neuen Video. Und wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, einfach eine neue Series, was geht? Und Jungs, ihr denkt jetzt wahrscheinlich so, oh nein, das wird wahrscheinlich genauso wie davor sein, dass ihr einfach so ein paar Patterns macht und noch ein bisschen Tipps gibt und einfach so ein bisschen kommen wird. Nein, wir werden, wahrscheinlich hat eh keiner was verstanden. Aber, Jungs, in diesem Tutorial möchte ich ein bisschen mehr auf eine bestimmte Sache immer pro Video eingehen. Und das wird einfach jede Woche ausgestrahlt auf diesem Kanal. Also, yay, weekly Videos, hip hip, hurra. Voice Crack, sorry Jungs, ich bin ein bisschen krank so. Was auf jeden Fall mein Plan ist, ich möchte pro Video eine bestimmte Sache euch beibringen, beziehungsweise euch näher erklären und dann auch besser so zeigen, wie ihr das auch alles performen könnt. Das heißt zum Beispiel, heute haben wir Strafen einfach. Das heißt, ich werde euch einfach ein paar verschiedene Methoden von Strafen zeigen, wie ihr am besten straft und all das, was mir so einfällt dazu. Und euch das in 3-4 Minuten näher beibringen. Wenn ihr Bock habt auf dieses Projekt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn nicht, dann tschüss. Und Lego. Mir ist häufig aufgefallen, dass viele Spieler erst gar nicht strafen, beziehungsweise erst gar nicht versuchen wollen zu strafen, sondern einfach nur gerade auf den Gegner auslaufen. Und das ist sehr kontraproduktiv, weil ihr es dem Gegner damit einfach viel leichter macht, auf euch zu aimen und euch zu kombon. Und das soll ja nicht passieren, ihr wollt ja lernen und so. Deswegen, Jungs, Tipp Nummer 1, nachdem ihr dieses Video geguckt habt, ihr straft immer, okay? Egal was ihr macht, ihr fangt immer an zu strafen. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Viele denken sich jetzt wahrscheinlich so, hä, erklär doch erst was strafen und so. Also, strafen ist grundlegend einfach nur, um den Gegner herum zu rennen. Und das könnt ihr ja sehr schlecht mit nur W gedrückt halten. Das heißt, strafen kann man mit W, A, S, D, mit allen Knöpfen kann man strafen. Und die meisten benutzten Knöpfe sind dafür WD und WA. Easy. So. Ihr haltet W und D gedrückt oder W und A und fangt langsam an zu strafen. Jedoch könnt ihr nicht immer W und A einfach gedrückt halten und auf den Gegner so halt zulaufen und ihn dann und dann so erwarten, dass ihr ihn kombot. Natürlich müsst ihr auch ab und zu W loslassen, um weiter einen runderen Kreis hinzubekommen, beziehungsweise einen geschmeidigen Strafe. Euer Ziel ist es ja grundlegend, den Gegner zu out-aimen und das kann man wirklich gegen jeden Spieler machen. Ich habe es selber gemerkt, selbst richtig gute Spieler veraimen auch sehr oft. Und das kann man sich immer zunutze machen und dadurch kann man halt immer ganz einfach Kombos starten. Aber zu Kombos kommen wir natürlich in einem anderen Video. Aber wir fangen mit Strafen an. Natürlich, Strafen gehört auch zu Kombon, aber ihr könnt auch einfach Strafen und könnt dadurch Double Hits zum Beispiel vergeben. Ihr müsst ja nicht direkt anfangen zu Kombon und was weiß ich sowas zu machen. Deswegen fangen wir leicht an mit ein paar kleinen Strafe-Techniken. Okay, wir fangen ganz leicht an. Und zwar seht ihr rechts meine Tastatur und beachtet die Klickdinger nicht und nicht die Leertaste. Wir werden einfach nur uns auf Strafen konzentrieren. Aber erstmal werde ich euch ein Beispiel zeigen, wie es aussieht, wenn ich gerade ausläufe. Also wie, ich halte jetzt einfach nur W gedrückt. Ihr merkt, ich kriege einfache Hits. Natürlich, Blockhit ist immer sehr, ist für mich sehr schwer abzugewöhnen. Aber ich werde euch zeigen, gerade auslaufen ist auf jeden Fall sehr schlecht. Jetzt werde ich jetzt anfangen zu strafen. Werdet ihr sehen direkt. Ich gehe von der Seite und drücke immer ein bisschen W. Ich könnte auch W spammen, aber ein bisschen Abstand zwischen den Ws halten ist auf jeden Fall viel produktiver und sehr, wie soll ich sagen, hilfreich und erfolgreich. Mir fehlt gerade das Wort. Ihr könnt natürlich auch immer variieren zwischen W und D, A und D. Das ist euch überlassen. Zum Beispiel kann ich jetzt auch abwechselnd hier strafen. Aber immer müsst ihr natürlich zwischen den Strafes immer W loslassen. Das heißt, zwischen A und D Wechsel immer W loslassen. Ist egal, wie ihr das macht. Guckt einfach so. Einfach. Ihr merkt, immer wenn ich die Richtung wechsle, werde ich langsamer. Das ist genau das, was ihr erreichen wollt. Ihr könnt es auch in eine Richtung machen, aber in beide Richtungen ist noch viel irritierender für den Gegner und auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also, wenn ihr sowas drauf habt, dann könnt ihr gegen die meisten gewinnen, also in 1.8 vor allem. Also in 1.7 jetzt nicht, weil 1.7 hat noch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel Knockback und
wie ihr bessere Hits gibt und was weiß ich, was noch in 1.7 gibt. Aber ein 1.8 ist Strafen eines der wichtigsten Sachen. Und da die meisten Server auch heutzutage 1.8 sind, werdet ihr auf jeden Fall merken, dass ihr, wenn ihr dieses Strafen wirklich mal richtig nutzt, ihr viel bessere Hits gibt. Ihr könnt Strafen jedoch nicht nur mit W, sondern auch mit S immer wechseln. Ich werde euch das einfach mal demonstrieren. Nachdem der Typ mit seinen Fallen fertig ist. Geh weg! Geh weg! Okay, let's go. Aber er hat eine Route, ist natürlich nicht so cool. Immer S drücken, wenn ihr den Richtungswechsel macht, weil ihr dann sozusagen, wenn er es schaffen sollte, auf euch zu aimen, ihr ihm noch die Chance wegnimmt, dass er euch trifft, wenn ihr halt S drückt, weil ihr dann halt zurückgeht und er sollte euch dann noch schlechter treffen, als sowieso schon der Fall ist. Und somit ermöglicht ihr euch wieder längere Kombos. Guck, ich drücke S und gebe ihm immer noch einen Hit mit. Weil wenn ich strafe und S drücke und... Ihr müsst erstmal das verstehen, das Prinzip. Ich strafe ja, um ihn veraimt zu lassen und drücke dann nochmal S. Wenn er zurück aimt, weil ich hit ihn ja als erstes und wenn er versucht mich dann nochmal zu hitten, während ich S drücke, schafft er es nicht mehr, weil ich schon viel zu weit weg bin. Und ja, seht ihr? Ihr merkt richtig an seinem Kopf, wie er sich bewegt. Genau das ist das, was man von den meisten erwartet. Dass sie halt genau dieses Veraim haben. Und dann halt... Ja! So funktioniert das. Und ich glaube, ich kann mich jetzt einfach killen lassen. Kill me, brother. Ihr könnt das Ganze auch machen, beziehungsweise einfach nur strafen, um Rods auszuweichen und allem Möglichen, weil dadurch macht es natürlich auch dem Gegner viel schwerer, mit der Rod euch zu treffen. Und glaubt mir, hört einfach nicht auf zu strafen, dann klappt das auf jeden Fall. Und ja, mehr kann ich euch eigentlich auch nicht mehr sagen. Versucht einfach das in dem Video nachzumachen. Straft immer mit W, also W muss immer losgelassen werden ab und zu, weil sonst wird das Strafen nicht viel bringen. Aber wenn ihr es wirklich versucht, dann wird es auf jeden Fall klappen. Probiert's mal, übt's mal. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Folge. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann in die Kommentare. Das ist die erste Folge, deswegen ich bin noch ein bisschen verpeilt so. Ja, wenn ihr vielleicht was unnötig fandet oder vielleicht was nice fandet, dann sagt's mir. Ich versuche alles zu ändern. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Jungs, vielen Dank fürs dabei sein und tschüss!